Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und heute schauen wir uns den Park von Rob Earth an und der heißt Paramount Biodome. Und wie ihr erkennen könnt, ist der Name auch Programm. Also hier sind ganz viele einzelne Dome, die auf verschiedenen Ebenen platziert sind. Was ich echt cool finde, das sieht optisch schon mal richtig nice aus. Fangen heute mal von oben an, ist auch mal was anderes. Aber wir fliegen jetzt runter zum Start. Der ist nämlich hier im Mittelpunkt vom Park. Sehr cool gemacht hier. Habe ich auch noch nie gesehen, dass jemand so den Ankunftsort in rund einbaut mit Wegen. Sieht aber echt schön aus. Und dann geht es auf so eine klassische Main Street zu. Auch mit wunderschöner Beleuchtung. Oh, hier rechts und links ist so auch cool gemacht. Hier hast du hier die Lagoon-Seitendeko angebracht. Sehr kreativ. Und auch wieder hier Regenbogenfarben als Beleuchtung. Mega aus. Und da kommt man schön auf so einen Springbrunnen zu. Ja, das ist echt richtig toll. Und als Highlight dann hier natürlich am Ende der Main Street ein Innovationscenter. Wie soll es anders sein? Hast hier auch sehr gut mit den Bäumen und sowas gemacht. Die Felsarbeit hier ist auch wunderschön. Ich finde es auch besonders cool, dass du überall so kleine Höhenunterschiede hast. Also hier hinten ist es halt schon wieder eine andere Ebene. Und dadurch wirkt es halt von hier unten dann immer sehr cool, wenn man dann so hoch guckt. Und dann ganz im Hintergrund noch der hohe Berg. Wir gucken aber nochmal einmal schnell von oben. Dann seht ihr nochmal schön die Beleuchtung. Da hinten, das sieht auch noch interessant aus. Da fliege ich auch nochmal hin. Das sieht echt krass aus. Ich glaube, das ist halt irgendein Gebäude, wo es normalerweise hier noch so eine Unterplatte gibt, aber das wird einfach im Boden versenkt. Sieht dadurch aber echt nice aus. Wir besichtigen das Ganze jetzt aber bei Tag. Fliege jetzt auch direkt da hinten hin. Da gehen wir nämlich als erstes rein. Das ist ja übrigens echt cool, dass du diese Aviarien-Deko da auf die Dächer gebaut hast. Das ist allgemein sehr viele Gebäude miteinander kombiniert. Ist gar nicht so aufgefallen, weil du das sehr stimmig gemacht hast. Also es sieht wirklich so aus, als wenn das so gewollt wäre, das Gebäude. Also viel besser kann man es nicht machen. Hier vorne ist jetzt aber der erste Dom, da fliegen wir jetzt auch mal rein. Denkt man nicht, dass ich jetzt überall in diese Beobachtungsgalerien gehen werde. Dauert, glaube ich, zu lang. Luxaurier und Landsaurier haben wir hier kombiniert. Dürfte der Barbaridactylus sein. Und der Baryonyx. Und ich glaube, Pteranodon sind das auch. Das dürfte ein Pteranodon sein, oder? Ne, das ist auch ein Barbaridactylus. Ich habe den Sound gar nicht. Das ist auch sehr schön gemacht mit den Springbrunnen hier. Man kann auch dann wieder von allen Seiten gucken. Wie gestern hier überall auch Galerien. Wenn es mal ab und zu ein bisschen leckt, dann tut es mir sehr leid. Das liegt daran, dass der Park halt sehr viele Objekte hat. Und es könnte auch daran liegen, dass ich aktuell sehr viele Mods installiert habe. Momentan kommen auch richtig viele Mods raus. Ist aber ein wunderschönes erstes Gehege. Muss hier alle gemeinsam fressen. Voll schön. Aber wir fliegen jetzt mal weiter. Und zwar gehen wir jetzt erstmal in diese Richtung, würde ich sagen. Da vorne erwartet uns nämlich eine schöne Hotelanlage. Ist auch super mit den Wegen hier gemacht. Also sind super übergeglättet. Und uns hier erwartet hier auch eine Kiosphären-Tour, wie es aussieht. Aber wir gehen jetzt erstmal zum Hotel und bringen da unsere Sachen hin. Hast du auch sehr schön gemacht. Auch die Gebäude miteinander kombiniert.
Das hier sind zwei kleine Hotels nebeneinander. Die Wegfläche ist auch richtig schön mit zwei verschiedenen Wegfarben. Und dahinter geht es dann auch direkt zur Kyros Fernfahrt. Würde ich sagen, checken wir einmal in den Pool nochmal kurz ein. Und da kann man nämlich auch schon so ein bisschen in die Kuppel gucken. Allerdings ist die Sonne gerade so, dass es spiegelt, dann kann man kaum reingucken. Ja, dann fahren wir einfach mal, würde ich sagen. Dann sehen wir ja, was drin ist. Sind auf jeden Fall Sauropoden drin. Das ist der neue. Alamosaurus hieß er, glaube ich. Ob hier auch noch Flugsaurier sich verstecken. Das ist jetzt wieder so eine Kombination. Du hast tatsächlich auch ausführlich in die E-Mail geschrieben, in welchem Gehege welche Saurier und so zu finden sind. Habe ich mir auch kurz durchgelesen, aber wieder vergessen. Aber ist ja auch nicht schlimm, wir sehen es jetzt ja alles. Mal kurz mal schauen, wie die heißen. Alamosaurus war richtig. Ich glaube, das ist auch ein relativ großer Dom. Muss er ja auch sein, wenn hier Sauropoden leben. Hier sind auch noch Hadrosaurier. Dürfte der Mutabura sein. Ne, nicht der Mutabura, der Mayasaurer. Ja. Verwechsel ich auch mal beim ersten Mal. Aber ich sehe die sich komplett anders, also sehen die komplett anders aus. Gerade vom Kopf. Bei dem muss man übrigens immer aufpassen. Der heißt wirklich Saurer, also der heißt nicht Saurus. Ich glaube, das heißt übersetzt gute Muttersaurier. Wunderschön. Der Skin gefällt mir auch gut. Ich glaube, die unterscheiden sich nur minimal. Das sind nur die Streifen. Die Hautfarbe ist, glaube ich, gleich. Also die Streifen sind so ein bisschen unterschiedlich. Aber das finde ich eigentlich auch immer ganz cool, wenn man das so macht. Da hinten ist aber auch noch ein Teil, den wir nicht sehen können von der Kyros Fernfahrt aus. Also da versteckt sich auch noch irgendwas. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal reingehen, weil jetzt geht es hier zurück mit der Tour. Wieder an den Mayasaurer vorbei. Ah, okay. Wir fahren, glaube ich, da hinten dann auch nochmal rein. Und hier ist auch ein Gehege hier zwischendrin. Und das ist auch cool gemacht. Müssen wir uns gleich nochmal von oben anschauen. Sehr coole Idee, das innen so halt abzugrenzen und dann hier einfach so einen kleinen Außenbereich zu machen und dann auf der anderen Seite nochmal reinzufahren. Dann einfach Büroraptoren. Ich glaube, wir sind hier einmal komplett umgeben von einem Dom. Ist ja auch interessant. Ichthyosaurus. Das dürfte ein Toro sein. Auch wieder sehr schöne Skinwahl. Ich glaube, da hinten sind die Hotelanlagen wieder, oder? Ich habe ehrlich gesagt völlig die Orientierung verloren. Wenn man hier drin ist, dann sieht man das halt nicht so gut. Aber wir sind jetzt zurück, okay. Dann können wir jetzt ja mal von oben uns das anschauen. Dann checken wir das vielleicht auch. Ah, das ist ein riesiger Dom, ne? Ich glaube, wir haben nicht mal ganz alles gesehen. Ich glaube, wir sind hier reingefahren, hier raus und dann hier wieder rein. Das heißt, der Teil wurde uns noch nicht gezeigt, was da drin ist. War eine sehr, sehr gute Idee. Und dann hier einfach noch ein schönes Gehege zu bauen für den Pyroraptor. Finde ich auch echt cool. Jetzt aber nochmal schnell rein. Die Kamera macht wieder sehr gut mit. Ah ne, hier waren wir dann auch. Okay, ich glaube, dann haben wir alles gesehen. Das heißt, wir sind bis hier gefahren. Und dann das kleine Stück hier haben wir nicht gesehen, weil hier ist aber auch nur Wald. Und dann da hinten. Kamera, hallo. Lass mich durch.
Okay, ich komme hier irgendwie nicht lang. Auf jeden Fall, hier sind wir dann wieder rein. Dann dürfen wir aber alles gesehen haben. Und dann geht's hier hinten weiter. Da geht's dann wieder auf eine andere Ebene. Auch wieder hier sehr, sehr schön der Bereich für die Besucher. Ich finde das auch cool, dass das alles so ein bisschen eng ist und man nicht genau sieht, was einen um die Ecke erwartet, weil du das sehr schön mit der Bepflanzung gemacht hast. Hier ist dann auch mal so eine Lücke, dass man durchgucken kann, perfekt. Und dann eventuell da auch noch was sieht. So einen schönen Sauropoden oder so. Jetzt sind wir jetzt wieder auf einem Platz. Hier ist links dann der erste Dom. Mit Fleischfressern. Bei Carnotaurus sehe ich. Auch sehr schöne Landschaftsgestaltung. Das ist auch hier überall noch Flutlicht und so eingebaut. Ich denke mal, bei Nacht sieht das auch sehr gut aus. Die können sich auch sehr gut verstecken, die beiden Kanus. Der Sound ist jetzt wieder verbuggt, wir hören den glaube ich nicht. Keine Ahnung, woran das liegt. Ist aber nicht weiter schlimm. Wir fliegen aber auch gegenüber nochmal rein. Hier hast du auch noch eine Toilette eingebaut. Benutze ich auch voll selten, das Gebäude hier. Hier ist auch ein Fleischfressergehege. Ein Allosaurus. Schläft da gerade voll perfekt. Das heißt, wenn man dann hier steht, kann man ihn wirklich gut sehen. Hier ist aber auch noch ein zweiter. Das waren jetzt diese beiden Dome. Den großen hatten wir auch gesehen. Den da hinten hatten wir gesehen. Ich glaube, wir müssten jetzt rein theoretisch hier wieder zurücklaufen. Dann auf der Seite hier abbiegen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall tun. Dann fliegen wir einfach mal dorthin und ich würde sagen, wir gehen dann hier hinten hoch. Hier sind auch noch mal ein paar Hotels. Wieder eine schöne Besucherfläche. Wieder viele Höhenunterschiede. Ich finde das so gut, wie du das gemacht hast hier. Und das ist auch richtig cool gemacht mit den Felsen. Sehr schöne Felsarbeit. Wir fliegen ins nächste Aviarium. Und dort sind Triceratops. Auch wieder mit einem wunderschönen Skin. Ich glaube, du hast immer versucht, möglichst natürliche Farben zu nehmen. Das sind immer eher so Brauntöne oder Grüntöne. Finde ich aber echt cool. Ankis sind hier auch. Oh, und ein Quetzal fliegt hier. Also auch ein Mischgehege zwischen Flug- und Landsauriern. Ich finde teilweise, dass es immer ein bisschen komisch aussieht bei dem Quetzal, weil das Aviarium halt so klein ist. Ich würde mir halt wünschen, dass man noch höhere Aviarien bauen könnte für den. Hier ist sogar so ein bisschen Schnee hinten. Auch ein toller Skin. Und dann gehen wir jetzt von hier unten nach hier oben. Und man sieht hier, glaube ich, ganz gut, weil wir hier auf einer höheren Ebene sind, geht halt hier der Schnee so ein bisschen los. Also das hast du dann auch realistisch gemacht. Gut, ganz realistisch ist es nicht, weil es hier im Hintergrund nicht so ist. Aber ja, das kann man halt nicht ändern, wie der Hintergrund ist. Ich finde es trotzdem sehr cool, dass du da so ein bisschen Schnee eingebaut hast. Das ist dann auch so ein bisschen Abwechslung. Aber das mit den Höhenunterschieden finde ich wirklich beeindruckend, wie du das gemacht hast. Das ist super viel Arbeit, die Wege dann noch so schön glatt hinzubekommen. Ich finde es halt auch cool, dass du immer noch so Kleinigkeiten hier drin gelassen hast. Hier ist zum Beispiel auch so eine Lücke drin, das hast du mit Sicherheit absichtlich gemacht, dass man hier nochmal durchgucken kann. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass du es absichtlich gemacht hast. Weil hier ist alles schön zugebaut und dann genau in der Mitte so eine kleine Lücke. Also das sind wirklich tolle Details. Kannst ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie viele Stunden du in diesem Park gesessen hast.
Das ist wieder super viel Arbeit. Also der ist wirklich wunderschön. Hier haben wir Parasaurolophus. Und ein Terizinosaurus. Das ist der Herdenführer. Ja, sorry, dass ihr das Gebrüll von den Dinos nicht hören könnt. Das ist irgendwie echt verbuggt. Aber jetzt hört man es. Okay, wenn ich da reinfliege, ist es anscheinend nur verbuggt. Ich darf mich jetzt nicht verlaufen. Wir gehen jetzt erstmal hier nochmal zurück. Dann gehen wir hier lang. Auch hier ist schon wieder ein Höhenunterschied drin. Also das ist echt krass. Da hinten geht es dann halt auch richtig hoch. Dadurch entsteht echt eine schöne Optik, oder? Dadurch, dass es halt immer so viele Höhenunterschiede und Ebenen gibt. Finde ich wunderschön. Maradactylus und Scorpius Rex sehe ich da hinten. Hier ist das Gehege der überstehenden Zähne anscheinend. Weil die haben doch auch so überstehende Zähne, oder nicht? Ja. Oh, der jagt gerade. Alter, wie hoch ist der gerade gesprungen? Habt ihr das gesehen? Alter, da war der Wald ein bisschen im Weg, aber das sah richtig krass aus. Ist echt schade, wenn man hier reinfliegt, dass die Atmosphäre nicht so gut ist durch die verbackten Sounds. Vielleicht ist es auch nicht gewollt, dass man hier immer so reinfliegt. Vielleicht sollte ich echt diese Galerien benutzen. Aber es dauert dann halt immer alles so lange. Oh, da hinten ist auch noch was. Da waren wir auch noch nicht. Da müssen wir auch gleich nochmal runter. Aber wir gehen jetzt erstmal hoch. Das hier ist auch wieder richtig cool gemacht. Sehr steiler Besucherweg, aber nicht zu steil. Also trotzdem perfekt übergeglättet. Und ich sehe auf jeden Fall schon wieder was fliegen da hinten. Das dürfte ein Pteranodon sein. Und ein Tyrannosaurus Rex. Und Tilophysis. Ist auch wieder ein sehr gebunt gemischtes Gehege. Auch der Gefiederte. Auch wunderschön. Hinten ist dann auch nochmal ein Hotel. Direkt an der Klippe. Also das ist jetzt hier auch, glaube ich, der höchste Punkt, wo wir gerade sind. Aber nochmal krasses Hotel, ne? Das ist wahrscheinlich dann für die ganz Reichen. Da hat man dann nochmal eine schöne Aussicht auf die ganzen Dome. Hier sieht man das auch nochmal mit den verschiedenen Ebenen richtig gut. Man sieht halt überall noch Dome, sogar hier im Hintergrund dann, weil die alle auf unterschiedlichen Höhen sind. Wir müssen jetzt hier nochmal Klippe einfach runtersprinten, würde ich sagen. Den Weg sind wir noch nicht entlang gegangen. Hier ist halt auch nochmal eine coole Gyrosphärenfahrt. Und ich würde auch sagen, die fahren wir direkt. Los geht's. Ich glaube, wir fahren hier auch nochmal drumherum. Also einmal so im Kreis. Zumindest gerade so aus. Noch habe ich nicht gesehen, was hier drin ist. Aber ihr seht oben übrigens, es verhungern einige Saurier und sterben einige. Also es scheint irgendwas mit den Sandbox-Settings nicht ganz übernommen worden zu sein. Ist aber nicht so schlimm. Alles gut. Wenn wir jetzt einen toten Dinosaurier sehen, dann gucken wir einfach weg, würde ich sagen. Da kannst du nichts dafür. Aber wieder sehr tolle Stego-Skins. Darf mich hier nicht verfahren. So ein kleines Labyrinth. Aber ist schon cool, dass die überall so lang laufen und überall schlafen. Die haben sich auch sehr gut verteilt, die ganzen Saurier. Jetzt kommen wir hier um die Ecke und dann laufen perfekt dann die ganzen saure Boden da über den Weg.
Jetzt sind wir wieder hier zurück. Ja, jetzt geht's hier rechts nochmal lang. Müssen wir uns auch gleich nochmal von oben angucken. Ich kann gar nicht einschätzen, was das hier für eine Form hat. Das Aviarium. Oder der Dom. Ja, nicht wirklich ein Aviarium. Also eigentlich ist es eins, aber in dem Sinne halt nicht. Und zurück. Wir schauen uns das jetzt nochmal von oben an. Okay. Hätte ich nicht gedacht, dass es so aussieht von oben, muss ich sagen. Aber sehr interessante Form wieder. Ich finde das ja immer cool, wenn man so Lücken drin lässt. Sieht dann von innen mal sehr cool aus. Hier ist auch nochmal ein Besucherbereich. Hier ist auch nochmal das Gebäude eingebaut. Finde ich auch sehr schön, muss ich sagen. Coole Idee. Auch hier hast du wieder die Gebäude voll gut kombiniert. Hier ist auch eine Toilette eingebaut. Das sind immer mehrere Gebäude, die du ineinander platziert hast. Einen Dom haben wir aber noch nicht gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Nehme ich den da hinten. Da sind wir nicht abgebogen. Da müssen wir nochmal hin. Hier geht es dann nämlich nochmal krass runter. Hier wieder alles sehr schön gestaltet. Können wir dann gleich auch einfach abkürzen. Da ist nämlich der Ausgang. Laufen wir einfach über die Wiese. Okay, werden wir definitiv nicht. Hier sind Geosternbergia drin. Coritosaurus und Nasutoceratops. Und Pachys. Auch mit wunderschönen Skins. Gege ist auch wieder sehr waldig. Und sehr viele Lebewesen. Ist wahrscheinlich ein bisschen viel für so einen engen Raum, aber ich finde, das wirkt dadurch alles sehr belebt. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich fühle mich auf jeden Fall echt entertained, wenn ich hier in die ganzen Dome reingucke und reingehe. Das hast du alles richtig gemacht. Und wenn man dann wieder rausgeht, kann man hier hinten noch lang gehen. Und hier ist dann nochmal eine Ranger-Station. Und auf der Seite waren wir vorhin schon. Also wirklich ein beeindruckender Park. Wunderschön, gerade die verschiedenen Ebenen und Höhenunterschiede haben mir richtig gut gefallen. Und du hast die gesamte Fläche genutzt. Du hast auch überall Laternen und sowas gebaut, also auch bei Nacht ist alles super beleuchtet. Auch in den Gehegen hast du ja auch Flutlichter reingebaut. Das war's jetzt mit dem Park Paramount Biodome von Rob Earth. Vielen, vielen Dank fürs Einsenden. Hat mir echt richtig viel Spaß gemacht. Wieder eine 10 von 10. Also ist echt krass, wie euer Bauniveau gestiegen ist. Ihr baut so krasse Parks mittlerweile. Man kann die gar nicht mehr ranken. Weil alle verschiedene Baustile und mittlerweile sehen die Parks so krass gut aus. Also wirklich vielen, vielen Dank. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich jetzt auch selber ein Like freuen. Und über einen Algorithmus für die Kommentare. Ja, genau. Scheiß drauf. Ihr wisst, was ich meine. Und falls ihr auch mal einen Park einsenden wollt, dann schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei. Dort stehen dazu alle Infos. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.